Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Wir bauen, wir wollen das Irrenhaus immer noch ein bisschen unter Kontrolle bringen. Natürlich hoffe ich, dass ich das irgendwann noch schaffen werde, aber ja, momentan sieht es nicht danach aus. Ja, ich werde es hier so mittig hinsetzen. Tisch. Ich meine, das ist jetzt nicht platzsparend. Weg. Ne, das ist ein Blödsinn, oder? Was ich hier mache. Sagt es doch gleich, dass das ein Blödsinn ist. Ich weiß auch nicht, was mich jetzt geritten hat. So, nochmal von vorne. Wir werden das so machen, dann lassen wir einen Weg frei und dann machen wir es so. Ganz einfach. Ja, da wird er. Ich höre sie schon wieder. Wie sie irgendwo dran schlagen oder sonstiges. Komme ich schon wieder das Kotzen. Weil ich nicht weiß, wie ich es momentan jetzt in den Griff bekommen soll. Ich meine. Ja. Natürlich freut es mich, dass es schwierig ist und so weiter, aber. Wenn sie dann so penetrant einfach nur trollen, nennt man das, glaube ich, oder? Ja. Meine Insassen trollen. Tische brauchen wir noch. Jo, hier haben wir die Tische. So. Das sollte sozusagen dann die Kantine werden. Wir haben einen Waffenschrank, glaube ich, gell? Ja. Könnten auch mal wieder in die Bedürfnisse reinschauen, theoretisch. Ja, Bedürfnisse. Die Hygiene ist halt immer so eine Sache. Wo ist eigentlich hier der Postraum? Nochmal, hier ist der Postraum. Ah ja, das sieht ja dann schon mal ein bisschen geordneter aus. Postsack. Wobei der ist hier auch klatschvoll. An was liegt das bitte? Ja, ihr arbeitet, ihr macht aber nichts. Tragt doch die Briefe in die Zellen. Oder brauchen die noch irgendetwas? Oder. Ei, ei, ei. So, als nächstes möchte ich jetzt wieder eine Tür haben. Die bauen wir dahin. Denn dann wollen wir hier natürlich die Krankenstation machen, von der ich gesprochen habe. War ein bisschen großzügig wieder, aber wer weiß, vielleicht benötigen wir das dann irgendwann mal. Kann ja durchaus möglich sein. Krankenstation bekommt natürlich auch weiße Fliesen. Dann nehmen wir die Keramikfliesen her. Zu wenig Kapital, okay. Dann machen wir es halt nicht schön. Ist ja nicht tragisch. So.
Alles klar. Das hat hier oben nämlich gefehlt. Der Weg war immer ein bisschen weit. Hier ist ein Schnipsel. Ganz wichtig. So. Für Insassen, die sich vergiften, war der Weg ein bisschen weit nach unten. Denn die zweite Krankenstation ist ja komplett woanders. Es ist da. Und somit möchte ich das eigentlich eliminieren, dass hier sich hier oben Häftlinge vergiften und die dann da runtergebracht werden müssen. Ich werde jetzt mal hier die Kantine betiteln als Kantine. Was natürlich wichtig ist. Und dann brauchen wir noch den Medic. Die Krankenstation, da ist sie ja. Zack. Ja, ganz einfach. Fehlgeschlagen. Innenbereich jetzt. Zack. So. Jetzt machen wir mal die Logistik und sagen der Nahrungsversorger. Das löschen wir. Nein, ja. Weg. So sieht das aus. So sieht das aus. Wir könnten theoretisch hier den Komplex teilen. Das könnten wir wirklich machen. Wo ist die Mitte? Keine Ahnung, die Mitte wird hier oder hier. Sagen wir hier. Jetzt warten wir nur noch, bis dass die Arbeiter hier die Dinge aufbauen. Haben wir schon wieder einen Todesfall. Ja, freut mich. Vielleicht rotten sie sich sogar selber aus. Wäre natürlich auch toll. Aber ich glaube, man. Langsam aber sicher glaube ich wirklich, dass ich hier bewaffnete Leute reinschicken muss. Anders bekomme ich das hier nicht geregelt. So, wo bleibt jetzt meine Wand? Was macht ihr denn? Jetzt kommt sie. So. Da kommt jetzt die Wand. Zack, zack. Dann werden wir hier eine Gefängnistür einbauen. Dann werden wir hier und hier noch eine Gefängnistür einbauen. Einfach nur der praktischen Weise her. So, zack, 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 zack. Und die Türen sind da. Wir werden die natürlich entriegeln. Dem momentan nichts, dass man hier irgendwie ja, sehr schön. Macht automatisch. Nein. Diesen Zellenblock hier nicht. Das macht die Kantine. Du kümmerst dich um die beiden da. So. Warum das die gestrichelte Linie und das weiß ich ja auch noch nicht. Keine Ahnung. So.
die Leute schlafen. Und wie sich das auswirkt, das seht ihr dann im nächsten Video. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.